Arbeiten in der Schweiz und der Traum vom Auswandern. Damit liebäugeln viele. Aber ist denn wirklich alles Gold, was glänzt? Welche Unterschiede gibt es zwischen dem deutschen und dem Schweizer Arbeitssystem? Lohnt sich eine Auswanderung für mich? Was muss ich beachten? Und birgt das Ganze auch Gefahren? Das alles erfahrt ihr jetzt. Deshalb viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video rund um das Thema Arbeiten in der Schweiz. Falls ihr neu dabei seid, mein Name ist Isabu. Ich bin selbst vor 2 Jahren hier in die wunderschöne Schweiz ausgewandert. Und falls ihr wieder da seid, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und natürlich auch von euch in den Kommentaren zu lesen. Man hört immer wieder, dass man in der Schweiz mehr verdient als im internationalen Vergleich. Was aber viele nicht beachten ist, dass es eben auch grundlegende Unterschiede zwischen zum Beispiel dem Deutschen zum Schweizer Arbeitssystem gibt. Und diese sollten unbedingt vor einer Auswanderung beachtet werden. Falls ihr mehr zum Thema Auswandern in die Schweiz oder aber auch welche monatlichen Fixkosten auf euch zukommen werden wissen wollt, dann schaut gerne bei meinen anderen Videos vorbei, die habe ich in der Beschreibung verlinkt. Heute dreht sich alles um 5 wichtige Punkte zum Thema Arbeiten in der Schweiz. Arbeitszeitregelung, Tarifverträge, Kündigungsschutz, Arbeitslosenversicherung und natürlich auch der Urlaubsanspruch. Zu jedem dieser Themen werden wir uns gemeinsam 3 Unterthemen anschauen. Und bleibt bis zum Ende mit dabei, weil am Ende habe ich euch noch ein kleines Goodie mit reingepackt. Und dann würde ich sagen, let's go! Der erste Punkt dreht sich um das Thema Arbeitszeitregelung. Die durchschnittliche Arbeitszeit eines Vollzeitarbeitnehmers in Deutschland kann variieren, da es keine gesetzlich festgelegte Arbeitszeit gibt. Allerdings liegt die normale Arbeitszeit in Deutschland üblicherweise bei 40 Stunden pro Woche. Und das kenne ich auch von meinen alten Jobs in Deutschland so. Normalerweise arbeitet man 40 Stunden die Woche. Da gibt es natürlich noch Unterschiede, wenn man zum Beispiel bei einem Unternehmen mit einem Tarifvertrag arbeitet, wie zum Beispiel die großen Autohersteller in Deutschland, wo ich auch schon mal ein Praktikum gemacht habe, da sind es dann so 35, aber grundsätzlich ist, glaube ich, 40 Stunden die Norm in Deutschland. Wie sieht es aber in der Schweiz aus? In der Schweiz, wenn wir von einem Beschäftigungsgrad von 100% sprechen, entspricht es normalerweise einer 42-Stunden-Woche. Und das bestätigt auch eine Quelle, die packe ich unten rein, vom Kanton Zürich. Das sind dann im Vergleich zu Deutschland statt 8 Stunden pro Tag, wenn wir von Montag bis Freitag arbeiten, 8,4 Stunden, was sich natürlich auf das Jahr gesehen dann schon summiert. Und ich selbst kann ebenfalls davon berichten, weil als ich meinen Arbeitsvertrag erhalten habe, sind dort auch 42 Stunden aufgeführt. Üblicherweise werden in der Schweiz zwischen 38,5 und 42,5 Stunden pro Woche gearbeitet. In Deutschland beträgt die festgelegte maximale Arbeitszeit pro Woche 48 Stunden. Dies kann zum Beispiel auch ausgeweitet werden auf 60 Stunden pro Woche, dann muss man die Stunden aber wieder ausgleichen. Arbeitet eine Person jetzt, weil sie ein hohes Arbeitsaufkommen hat, zum Beispiel jetzt täglich für eine Woche lang 10 Stunden, dann kommt sie in Summe auf die 60 Stunden. Und ist dann nur zulässig, wenn diese Überstunden, also die Mehrarbeit, wieder abgebaut werden. Das heißt, man würde rechnen, 60 minus maximal festgelegt 48, komme ich auf 12 Stunden. Und diese 12 Stunden müssten in einem Zeitraum von 24 Wochen wieder abgebaut werden. In der Schweiz hingegen gibt es keine gesetzlich festgelegte Höchstarbeitszeit. Die wöchentliche Arbeitszeit wird in der Regel von Kollektivverträgen oder eben den individuellen Arbeitsverträgen festgelegt, wobei da so 45 Stunden bis 50 Stunden pro Woche normal sind. Und auch bei mir ist zum Beispiel, also ich habe ja gesagt, ich habe eine 42-Stunden-Woche, steht aber auch in meinem Vertrag, dass wenn ich jetzt 3 Stunden mehr arbeite, das heißt auf 45 Stunden pro Woche, dass ich diese 3 Überstunden auch an sich nicht ausgleichen kann. Und da kommen wir auch schon zu unserem zweiten Unterthema, der Überstundenregelung. In Deutschland ist es so geregelt, dass wenn man Überstunden aufbaut, man entweder einen Freizeitausgleich hat oder das Ganze dann eben monetär vergütet bekommt. Da gibt es natürlich auch Grenzen, wie viele Überstunden man ansammeln darf. In der Schweiz hingegen, wie bereits gesagt, gibt es das nicht
gesetzlich geregelt. Die Handhabung der Überstunden ist dann eben wieder in diesen Kollektivverträgen geregelt oder eben im individuellen Arbeitsvertrag, jedoch aber nicht gesetzlich vorgeschrieben. Und wenn wir arbeiten, dann wollen wir natürlich auch Pausen machen oder müssen auch für unsere mentale Gesundheit und unser allgemeines Wohlbefinden, womit wir zum dritten Punkt, den Pausenregelungen, kommen. In beiden Ländern gibt es Pausenregelungen, in der Schweiz sind die jedoch etwas kürzer. In Deutschland muss man eine Pause von 30 Minuten einlegen, wenn man 6 Stunden arbeitet oder über 6 Stunden. Und insofern man mehr als 9 Stunden arbeitet, muss die Pause 45 Minuten lang gehen. In der Schweiz hingegen hat man eine Pause, wenn man über 5 Stunden arbeitet, von 15 Minuten und über 7 Stunden von 30 Minuten. Thema Nummer 2 behandelt Tarifverträge und Gewerkschaft. Tarifverträge spielen insbesondere in Deutschland eine wichtige Rolle, weil sie die Arbeitsbedingungen und auch die Löhne von Arbeitnehmern regeln. In der Schweiz hingegen sind Tarifverträge nicht so weit verbreitet und solche Regelungen werden dann auf betrieblicher Ebene ausgehandelt. Gewerkschaften haben in Deutschland auch eine stärkere Präsenz und auch größere Verhandlungsmacht als in der Schweiz. Die erste Unterkategorie, die wir uns anschauen, ist die Tarifbindung. In Deutschland ist diese nämlich weit verbreitet. Das bedeutet, dass Tarifverträge, die zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden ausgehandelt werden, allgemein verbindlich sind. Und was bedeutet das genau? Das heißt, dass sie für alle gelten. Das heißt, ich muss nicht zwingend Mitglied dieser Gewerkschaft sein, sondern wenn ich in derselben Branche oder Region arbeite, zählt es für mich eben auch. Unabhängig von der Gewerkschaftszugehörigkeit. In der Schweiz hingegen gibt es keine flächendeckende Tarifbindung. Tarifverträge gelten in der Regel nur für die Mitarbeiter der beteiligten Gewerkschaften oder eben Arbeitgeberverbände. Nicht organisierte Arbeitnehmerinnen haben deshalb keine automatische Tarifbindung. Das zweite Unterthema handelt um die Verhandlungsstruktur. Denn die Verhandlungsstruktur in beiden Ländern unterscheidet sich ebenfalls. In Deutschland werden Tarifverträge auf verschiedenen Ebenen ausgehandelt, zum Beispiel branchenweit, regional oder auf betrieblicher Ebene. Und hier in Deutschland unterscheidet man auch grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Arten. Einerseits den Gewerkschaften und andererseits den Arbeitgeberverbänden. Die Gewerkschaften repräsentieren Arbeitnehmer auf verschiedenen Ebenen, wohingegen die Arbeitgeberverbände die Interessen der Arbeitnehmerinnen vertreten. In der Schweiz werden Tarifverträge hauptsächlich auf branchenspezifischer Ebene verhandelt. Dabei gibt es nationale Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, aber auch regionale und kantonale Organisationen, die an den Tarifverhandlungen beteiligt sein können. In Deutschland sind die Tarifverträge in der Regel sehr detailliert und enthalten spezifische Regelungen zu Löhne, Urlaub, Arbeitszeitregelung und anderen Arbeitsbedingungen. Und diese Verträge können relativ starr sein und erfordern eine einheitliche Anwendung in den Unternehmen. In der Schweiz hingegen sind die Tarifverträge eher allgemeiner und flexibler gehalten. Sie legen oft Mindeststandards fest, bieten aber auch daher mehr Raum für individuelle Vereinbarungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf betrieblicher Ebene. Grundsätzlich ermöglicht dies eine größere Anpassungsfähigkeit auf die spezifischen Besonderheiten und Gegebenheiten in Unternehmen. Kommen wir zu unserem dritten Thema, dem Kündigungsschutz. Der Kündigungsschutz ist im Allgemeinen in Deutschland weiter oder stärker ausgeprägt als in der Schweiz. Kündigungen können nur mit einem bestimmten Grund eingereicht werden und man könnte ebenfalls eine Kündigungsschutzklage einreichen, um die Rechtmäßigkeit der Kündigung zu überprüfen. In der Schweiz hingegen können Arbeitsverhältnisse mit einer relativ kurzen Kündigungsfrist beendet werden. Das erste Thema, das wir uns hier anschauen, sind die Kündigungsgründe. In Deutschland gilt das Prinzip des allgemeinen Kündigungsschutzes, weshalb man ja wahrscheinlich auch schon gehört hat, dass es in Deutschland ziemlich schwierig ist, jemanden zu kündigen. Das bedeutet auch, dass ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin nur aus gesetzlich vordefinierten Gründen kündigen kann. Dies kann zum Beispiel eigenes Fehlverhalten sein oder aufgrund von langer Krankheit. Und dabei müssen zwei Kündigungsarten unterschieden werden. Einmal die ordentliche Kündigung und Nummer 2 die außerordentliche Kündigung.
Starten wir mit den ordentlichen Kündigungsgründen. Und zu den gesetzlich anerkannten Kündigungsgründen für eine ordentliche Kündigung sind es personenbedingte Kündigungsgründe, verhaltensbedingte Kündigungsgründe und betrieblich bedingte Kündigungsgründe. Aber was heißt das denn jetzt genau? Deshalb schauen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen detaillierter an und ich gebe euch auch greifbare Beispiele dazu, damit man sich eben auch was darunter vorstellen kann. Was ist ein personenbedingter Kündigungsgrund? Grundsätzlich bedeutet dies, dass man nicht mehr in der Lage ist, die erforderliche Arbeit zu leisten. Deshalb liegt immer ein Leistungsmangel vor. Beispiele für personenbedingte Kündigungsgründe sind zum Beispiel ein alkoholisierter Zustand oder mangelnde geistige Fähigkeiten. Und obwohl man das nicht glaubt, könnte das auch passieren, wenn man lange Krankheitszeiten aufweist. Hier muss dann aber eine Versetzung im Betrieb ausgeschlossen sein und der Arbeitgeberin muss eine Zukunftsprognose erstellen. Das heißt, er muss abwägen, wenn die Person 3 Jahre krank ist, wird sie danach wieder vollumfänglich arbeitsfähig sein oder eher nicht. Sollte das nicht der Fall sein, könnte er diese Person auch aufgrund der langen Fehlzeiten mit dieser schlechten Zukunftsprognose kündigen. Wie angesprochen, handelt es sich also bei personenbedingten Kündigungsgründen immer um einen Leistungsmangel. Hierbei werden aber objektive und subjektive Leistungsmängel unterschieden. Subjektiv zum Beispiel sind fehlende Eigenschaften des Arbeitnehmerins. Subjektive Leistungsmängel sind Eigenschaften, über die Arbeitnehmerin verfügen müsste, weil das im Arbeitsvertrag so festgelegt wurde, die dann aber nicht vorliegen. Das heißt, würde in meinem Arbeitsvertrag stehen, dass ich Programmierkenntnisse zum Beispiel haben müsste und ich habe das dann eben auch gesagt, ich kann zum Beispiel die Programmiersprache JavaScript, dann wird aber festgestellt, dass ich die eben nicht kann, dann wäre das in Deutschland ein Kündigungsgrund. Und dann gibt es noch die objektiven Leistungsmängel. Das können zum Beispiel Glaubenshindernisse sein, das könnte eine Inhaftierung sein oder eine fehlende Arbeitserlaubnis. Um verhaltensbedingte Kündigungsgründe handelt es sich immer, wenn die Arbeitnehmerin dem Arbeitgeber indirekt oder direkt Schaden zufügt. Beispiele hierfür sind eine Arbeitsverweigerung, ein häufig schuldhaftes Zu-spät-Kommen zu der Arbeit oder wenn ich zum Beispiel bei einem Wettbewerber arbeiten würde, nebenberuflich. Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin führt die Kündigung hier durch eben sein eigenes oder ihr eigenes Verhalten herbei und es ist in der Regel bewusst oder grob fahrlässig. Bevor es aber dazu kommt, muss der Arbeitgeber, ich verzichte jetzt auf das Gender, ich blende es mal hier ein, dem Arbeitnehmer aber das Ganze mitteilen, also das Fehlverhalten mitteilen und dann wird erstmal eine Abmahnung herausgeschickt. Dann gibt es noch betriebsbedingte Kündigungsgründe, die sind nie aus dem Fehlen von Eigenschaften von einem Arbeitnehmer oder entstehen nie aus dem Fehlverhalten oder dem Fehlen von Eigenschaften des Einzelnen, sondern das Ganze resultiert meistens aus einer Entscheidung im Unternehmen oder aus betrieblichen Gründen. Und Beispiele hierfür sind ein Arbeitsrückgang, eine schlechte Konjunktur oder zum Beispiel, wenn ein ganzer Betriebszweig dann outgesourced wird. Hier wird dann auch nochmal zwischen innerbetrieblichen und außerbetrieblichen Gründen unterschieden. Innerbetriebliche Gründe, das könnte zum Beispiel eine Zusammenlegung von 2 Bereichen sein oder einfach dem Abbau von Personal. Wobei eben die außerbetrieblichen Gründe dann immer eher von außen kommen, das heißt, sage ich mal, ein Umsatzrückgang oder einem Auftragsmangel. Und wie ihr seht, ist das ganze Thema Kündigung und wir sind erst bei den Kündigungsgründen in Deutschland nicht so einfach. Dann gibt es auch noch die außerordentliche Kündigungen und die treten auch bei schwerwiegendem Verhalten. Das wäre einmal, also Beispiele, sexuelle Belästigung, Betrug, Veruntreuung, Diebstahl, Arbeitszeitkontenbetrug und zum Beispiel die Beleidigung des Arbeitgebers. In der Probezeit ist das Ganze dann nochmal anders. Hier kann das Arbeitsverhältnis einfach gekündigt werden mit einer Vorlaufzeit von 2 Wochen. Kommen wir aber zur Schweiz. Denn hier gibt es kein allgemeines Kündigungsschutzrecht. Das heißt, dass eine Kündigung frei und ohne Angabe von Gründen passieren könnte. Insofern keine Diskriminierung oder die Verletzung eines spezifischen Kündigungsverbots vorliegt. In der Schweiz gibt es also bestimmte Kündigungsverbote, die eben den Arbeitgeber daran hindern, das Arbeitsverhältnis durch diese Gründe zu kündigen. Und die Verletzung eines solchen Kündigungsverbotes kann zu unrechtmäßiger oder ungerechtfertigter Kündigung führen. Was sind aber Beispiele davon?
Ein Beispiel ist der Mutterschaftsschutz. Das heißt, ein Arbeitgeber könnte mich jetzt zum Beispiel nicht kündigen während meiner Schwangerschaft und auch eine bestimmte Zeit nach der Schwangerschaft nicht. Das variiert aber, welche Fristen es da gibt von Kanton zu Kanton. Ein anderes Beispiel wäre der Militärdienst oder der Zivilschutzdienst, denn in der Schweiz werden die Männer, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie lange, aber immer noch eingezogen sozusagen. Auch ein Kollege von mir, der muss dann einmal im Jahr für einen Monat den Militärdienst ableisten. Und in dieser Zeit dürfte er eben auch nicht gekündigt werden oder eben nicht dadurch, dass er das machen muss. Dann gibt es noch das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs. Das heißt, nur weil ich jetzt einen Schwangerschaftsabbruch hätte, dürfte ich nicht gekündigt werden. Und auch das Kündigungsverbot der Diskriminierung. Das heißt, man dürfte nicht aufgrund ethnischer Zugehörigkeit, Behinderung, Religion oder Rasse kündigen. Das zweite Unterthema beschäftigt sich mit den Kündigungsfristen, weil die unterscheiden sich ebenfalls zwischen Deutschland und der Schweiz. In Deutschland zum Beispiel werden die Kündigungsfristen durch das Arbeitsrecht und die Tarifverträge festgelegt. Dabei sind die Kündigungsfristen abhängig von der Dauer der Beschäftigung und betragen in der Regel zwischen 4 Wochen und 7 Monaten. In der Schweiz gibt es ebenfalls Kündigungsfristen, die sind aber im Obligationenrecht festgehalten. Die Kündigungsfristen variieren je nach Dauer der Anstellung und betragen zwischen 1 und 6 Monaten. Das dritte Unterthema beschäftigt sich mit der Kündigungsschutzklage. In Deutschland können nämlich Arbeitnehmer eine Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht einreichen, um die Rechtmäßigkeit der Kündigkeit überprüfen zu lassen. Dabei kann das Gericht die Kündigung dann als unwirksam erklären oder eben eine Abfindung zusprechen. Ich selbst hatte das auch schon mal in meinem ferneren Bekanntenkreis, wo eine Person das gemacht hatte und dann wurde die Kündigung für unwirksam erklärt. Das heißt, das ist auch gar nicht so unüblich, dass es gemacht wird. In der Schweiz hingegen gibt es kein vergleichbares Kündigungsschutzklageverfahren. Arbeitnehmer haben aber die Möglichkeit, bei einer ungerechtfertigten Kündigung eine Schadensersatzklage einzureichen, um einen finanziellen Ausgleich zu erhalten. Kommen wir also zum vierten Punkt der Arbeitslosenversicherung. Das deutsche Arbeitslosensystem im Vergleich zum Schweizer Arbeitslosensystem bietet in der Regel einen höheren Schutz für Arbeitslose. In Deutschland erhalten Arbeitslose in der Regel länger Arbeitslosengeld und haben auch die Möglichkeit auf umfassende Unterstützungsleistungen, wie zum Beispiel Weiterbildungsmöglichkeiten. Wenn wir uns den prozentualen Anteil der Arbeitslosen in Deutschland und in der Schweiz anschauen, liegt der Wert für das Jahr 2022 in Deutschland bei 5,3%, Tendenz jetzt in 2023 wieder steigend. Wenn wir uns die Schweiz anschauen, dann liegt der Wert hier bei 4,3% im selben Jahr, also im Jahr 2022. Und hier wählen wir den ILO-Wert, da sich dieser für einen internationalen Vergleich mit den EU-Staaten eignet. Und hier habe ich nochmal einen anderen Artikel vom Bundesrat und der bestätigt dies ebenfalls. Für das Berichtsjahr 2022 resultiert daraus mit der Arbeitslosenquote von 4,3% der tiefste Wert seit über 20 Jahren. In der Grafik davor haben wir gesehen seit 10 Jahren. Der erste Punkt in dieser Kategorie beschäftigt sich mit dem Thema Beitragssystem. In Deutschland besteht die Arbeitslosenversicherung aus einem paritätisch finanzierten System, bei dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen Beiträge zahlen. Dabei richtet sich die Höhe der Beiträge nach dem Einkommen des Arbeitnehmers. In der Schweiz gibt es die ALV und es ist eine obligatorische Versicherung. Hier zahlen die Arbeitnehmer während ihrer Beschäftigung Beiträge und insofern man dann arbeitslos wird, erhält man einen Anteil zurück. In der Regel sind es so ca. 70%. Und die Höhe des Arbeitslosengeldes hängt von der Dauer der Beschäftigung und von den vorherigen Beiträgen ab. Hier habe ich euch auch mal eine Grafik mitgebracht, weil die Zahlungen an die ALV werden jeweils zur Hälfte vom Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer getragen. Die Prozentwerte variieren aber je nach Höhe des Einkommens. Was wir hier also sehen ist, wenn man Einkommen bis zu 148.200 Franken hat, dann beträgt der Anteil jeweils 1,1%, dass man in Summe auf 2,2% gesamt kommt. Und ab einem Einkommen von 148.201 Schweizer Franken sinkt das Ganze. Das heißt, der Arbeitgeberanteil sowie der Arbeitnehmeranteil ist dann nur noch 0,5%. Und hier komme ich dann auf eine Summe von 1%. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt, den Leistungen, weil man möchte, wenn man arbeitslos ist, ja auch irgendwas erhalten, sonst wird das ganze Leben etwas schwierig.
In Deutschland kennt man das Arbeitslosengeld 1 und auch das Arbeitslosengeld 2, was auch bekannt ist als Hartz IV, als Leistungen für die Arbeitslosigkeit. Arbeitslosengeld 1 wird in Abhängigkeit von der vorherigen Beschäftigung und der Dauer der Beitragszahlung berechnet und ist in der Regel höher als Arbeitslosengeld 2, was Bedürftigen gilt. In der Schweiz erhalten Arbeitslose Arbeitslosentaggelder. Und diese basieren dann auf einem Beitrags- oder Beitragszeitraum. Auch hier werden diese Taggelder berechnet auf Grundlage des vorherigen Einkommens und auf der Dauer der Beitragszahlung. So, das dritte Unterthema beschäftigt sich mit der Dauer der Leistung, weil das variiert ebenfalls zwischen Deutschland und der Schweiz. In Deutschland hängt die Dauer des Arbeitslosengeldes von der vorherigen Beschäftigung ab. In der Regel sind es aber ungefähr so 12 Monate. Arbeitslosengeld 2 wird grundsätzlich ohne zeitliche Begrenzung gezahlt, jedoch muss man hier verschiedene oder bestimmte Voraussetzungen erfüllen. In der Schweiz hängt die Dauer der Arbeitslosentaggelder von der Dauer der Beitragszahlung ab und es kann variieren zwischen 100 und 520 Tagen, ist natürlich aber abhängig von der individuellen Situation. Und noch ein kurzer Punkt zu Wissenswertes zum Thema Arbeitsvermittlung. In Deutschland gibt es ja bekanntlicherweise die Agentur für Arbeit. In der Schweiz ist es das RAF, regionale Arbeitsvermittlungszentren. Und das ist aber ungefähr so das Gleiche, einfach für euch als Info. Und last but not least, wir sind an unserem fünften Punkt oder Kategorie angelangt, dem Urlaubsanspruch. Kleiner wissenswerter Fact für euch. In der Schweiz bezeichnet man den Urlaub nicht als Urlaub, sondern als Ferien. Und das ist mit der wichtigste Punkt, denn wollen wir alle nicht so viel Freizeit wie möglich haben neben unserem Arbeitsleben. Deswegen handelt der erste Punkt über die Mindesturlaubsdauer. In beiden Ländern ist es gesetzlich geregelt und man hat in beiden Ländern mindestens 20 Tage frei. In Deutschland beträgt der gesetzliche Mindesturlaub bei einer 5-Tage-Woche 20 Tage. Das heißt, man hat im Jahr ungefähr 4 Wochen frei. In der Schweiz beträgt der gesetzliche Mindesturlaub ebenfalls 20 Tage, jedoch unabhängig von der Anzahl der Tage, die man pro Woche arbeitet. Soweit, so gut. Aber ich kenne es zum Beispiel so, dass man in Deutschland normalerweise 30 Tage Urlaub hat. Das heißt, 30 Tage Urlaub haben ist in Deutschland eigentlich so die Norm. Wenn wir uns jetzt noch mal eine andere Grafik anschauen, dann sehen wir auch, dass in Deutschland durchschnittlich 32 Tage Urlaub genommen wurden im Jahr 2021. Als Urlaub zählen hierbei sowohl die Urlaubstage als auch zusätzliche vom Arbeitgeber genehmigte freie Tage wie Mutterschutzzeiten und sonstige Freistellungen mit rein. So, und wenn man in Deutschland 30 Tage hat, wie ist das Ganze denn in der Schweiz? Klar, gesetzlich 20 Tage, aber die Anzahl der Ferienwochen kann sich gemäß dem Arbeitsvertrag in der Schweiz je nach Altersklassen unterscheiden. Und das kannte ich zum Beispiel nicht so, ist aber in meinem Arbeitsverhältnis ebenfalls so der Fall. Wenn wir uns das Ganze also mal anschauen, dann hatten Vollzeitangestellte im Alter zwischen 20 und 49 Jahren im Jahr 2022 durchschnittlich 5 Ferienwochen, während es bei den 15- bis 19-Jährigen 5,4 Wochen waren und bei den 50- bis 46-Jährigen 5,6 Wochen. Und gemäß des Obligationenrechts haben Arbeitnehmende bis zum 20. Altersjahr das Recht auf mindestens 5 und danach auf 4 Wochen Ferien. Zudem gewähren auch zahlreiche Unternehmen Gesamtarbeitsverträge für Arbeitnehmende ab 50 Jahren, sodass diese dann auch 5 Wochen Ferien haben. So, dann noch ein kurzer Vergleich zu meinem Unternehmen. Hier sieht es wie folgt aus. Bis zum 25. Lebensjahr hat man 25 Urlaubstage. Ab dem 25, also ab 26, dann 26. Und dann geht es in 5 Jahresschritten immer ein Urlaubstag nach oben. Das heißt, ich habe jetzt persönlich 26 Urlaubstage. Wenn ich dann 30 werde, nächstes Jahr, dann hätte ich 27 Urlaubstage. Und das Ganze geht bis zum 45. Lebensjahr, wo ich dann 30 Urlaubstage hätte. Hätte also im Vergleich zu Deutschland erst mit 45 genauso viel Urlaub oder Ferien. Und wie wird das Ganze berechnet? Das heißt, die Urlaubstage berechnet. In Deutschland richtet sich das nach der Anzahl der Tage in der Woche, die ich arbeite. Das heißt, wenn ich 5 Tage die Woche arbeite, dann habe ich eben diese 20 Tage Urlaub. In der Schweiz richtet sich das nach
der Anzahl der Wochen. Das heißt, auch wenn ich nur 4 Tage die Woche arbeite, habe ich trotzdem die 20 Tage Urlaub. So, als kleines Goodie und weil wir natürlich so viel Freizeit wie möglich haben wollen, schauen wir uns nochmal die Feiertage an zwischen Deutschland, also als Vergleich zwischen Deutschland und der Schweiz, wie es da aussieht. Und wenn ihr auswandern wollt, vielleicht wäre das ja eben auch ein Punkt, den man berücksichtigen sollte, weil genau wie in Deutschland gibt es einfach Kantone, in denen man wesentlich mehr Feiertage nochmal zusätzlich on top zu seinen Urlaubstagen hat. Und zwar ist es ja so, dass sich die gesetzlichen Feiertage je nach Bundesland in Deutschland, aber auch je nach Kanton in der Schweiz unterscheiden. Deswegen habe ich hier einmal von Statista eine Grafik, die ist vom Jahr 2021, jetzt auf Deutschland bezogen, wo man sieht, dass zum Beispiel Baden-Württemberg und Bayern als auch das Saarland am meisten Feiertage haben in Deutschland. Und das Ganze wird ja dann auch nochmal auf den Urlaub, also die Urlaubstage, die man hat, mit draufgerechnet, insofern die natürlich an einen oder in einen Wochentag fallen. Dann habe ich noch mal eine andere Grafik mit rausgebracht, die ist schon etwas älter, hier oben von 2018, aber die zeigt dann zum Beispiel einfach mal den Unterschied, wie wenn man jetzt in Bayern wohnt. Hier sehen wir jetzt die Urlaubstage im Durchschnitt plus eben die gesetzlichen Feiertage komme ich auf 41,8. Und im Gegensatz dazu Berlin, da sollte man eher nicht wohnen, wenn es einem um Freizeit geht, mit 27,8 im Durchschnitt und 9 Feiertagen, dann würde ich hier auf 36,8 kommen. Wie sieht das Ganze jetzt in der Schweiz aus? Hier gucken wir uns mal von Watson eine Grafik an, die habe ich auch verlinkt, die hier, weil die ist interaktiv. Hier sehen wir, dass zum Beispiel Tessin am meisten Feiertage hat mit 15. Das heißt, es ist sehr ärgerlich, wenn man hier in Graubünden ganz da unten wohnt, leider nur 8 hat und im Tessin dann ganze 15. Das sollte man sich dann überlegen, wenn man umziehen kann. Genau, die Schweiz ist noch ganz gut, der Kanton Uri und auch Jura. Hier jetzt bei mir in Zürich sind es 9 Feiertage. Das heißt, es könnte schon ein bisschen besser sein, aber ist in Ordnung. So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem Schweizer Arbeitssystem erklären oder weiter erläutern. Und wie wir gesehen haben, ist eben nicht alles Gold, was anfänglich glänzt. Was wir jetzt festgestellt haben, nochmal um das so ein bisschen zusammenzufassen, ist, dass man in der Schweiz eine höhere Arbeitszeit hat in der Regel, man hat weniger Urlaubstage und man kann auch einfacher gekündigt werden. Gerade auch der Kündigungsaspekt ist ein wichtiger Punkt, wenn man Verbindlichkeiten zu tragen hat, wie zum Beispiel einen Kredit oder eben auch, wenn man Kinder hat und die versorgen muss. Nichtsdestotrotz möchte ich euch die Schweiz natürlich nicht madig reden, sowas auch nicht gedacht. Neben dem ganzen Thema Arbeiten bietet es hier einfach so viele Freizeitmöglichkeiten. Nicht nur, weil die Menschen hier natürlich super nett sind, sondern weil das Land einfach landschaftlich so viel zu bieten hat, von Berge, Seen, Wanderung und so weiter und so fort. Das heißt, trotzdem ein super schönes Land und die Unterschiede sind zwar da, aber es ist auch nicht mega krass. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich wieder fürs Zuschauen. Ich freue mich schon auf den Austausch mit euch und auf die Kommentare. Lasst mir die gerne unten da, wie ihr schon gesehen habt. Ich versuche immer auf jeden Einzelnen einzugehen. Und wenn ihr noch Gedanken habt, welche Videos ich noch machen soll, packt mir das gerne auch in die Kommentare. Ich nehme das in meinen Contentplan mit auf. Ich bin immer sehr dankbar über Ideen und was eben auch die Community sehen will. Und ja, dann abschließend vielen herzlichen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis dann. Ciao, ciao.